Willkommen zu Périgueux, willkommen zu Eva Bitter. Périgueux. He was honored with numerous victories and placements in the top jumping classes. He won the Grand Prix of Verden and was placed in the Grand Prix of Mannheim. In 2011, he won the bronze medal at the German Championships. 2 years later, he was German champion and also won the Westphalia Championship with his rider Eva Bitter. 2013 was a successful year in every aspect for this stallion. His offspring were very successful in mare performance tests, mare and foal shows, at auctions, at the stallion licensing, and of course in competitions. They all helped him to earn the award Grande Prize 2013 for the best young sire of the year. Der Schwenk auf die letzten Meter, aber bis dahin war Jana Vargas ebenfalls ohne Abwurf. Aber Périgueux mit seiner klassischen Art, mit seiner enormen Schnelligkeit im Körper. Und er überwindet das Ganze ohne Abwurf. Jawohl, Eva Bitter. Vielleicht die Linien noch etwas kürzer hält, die Wendungen noch etwas schneller. Und das ist natürlich verdammt schwer, wenn man weiß, wie Katrin Eckermann hier vorgelegt hat. Eva Bitter und der Hengst vom niedersächsischen Landgestüt in Celle. Périgueux. Das ist der Volkszucht von Carlo Jacobs. So, genau, Gang rein, das ist ganz entscheidend. Herum, schnell rum. Wupp! So. Da vorne rum, hin zu dieser zweifachen Kombination, die passende Weite bekommen. So, weiter rum zu dem Steil, das wirkt mir ein klein wenig schneller. Ob es am Ende schneller ist, wir haben uns keine Zwischenzeit vorhin genommen. Deshalb, es kommt hier tatsächlich auf diese Endzeit drauf an. Sie hat jetzt noch 10 Sekunden, um ins Ziel zu kommen und gibt volles Brett auf den letzten. Ganz kurz die sichernde Hand dran und das reicht.